Guten Abend, Wien, Leute. Herzlich willkommen bei den neuesten ZYP-Nachrichten. Im Studio begrüßt euch MCR-Soldat. Adjir! Und hinter mir sitze kein Weltkarte, sondern mein Migrationshintergrund. Aber jetzt gleich zu den wichtigsten Themen, was dem ganzen Woche gegeben hat. Dem Schwindelegger hat sein Budget für die nächsten 2 Jahre gezeigt, Leute. Dem größten Problem ist dem kalten Provision oder wie dem heißt. Ja, kalten Provision bedeutet, alle die was mehr Gehalt bekommen, rutschen in einen höheren Steuerklasse und dann sind sie im Arsch. Im Brater heißt dem, du schuldest nicht dem Ali 20% von deinem Gehalt, sondern plötzlich sein Bruder Murat. Und er will 30% haben. Und warum? Weil er dem kann. Weil er ist ein 120 Kilo Cornetto und da fragst du nicht so nach, wie er dem Steuersatz jetzt genau berechnet hat. Egal, kalten Provision ist auf jeden Fall schlecht. Außer für Murat und für Schwindelegger. Aber normalerweise im Brata haben wir bei Geschäften ja nicht so den Steuern. Ja, wenn den Dragan sagt, er will von mir 50 Euro, sonst kriege ich einen in dem Goschen, dann fange ich nicht an, die Mehrwertsteuer auszurechnen. Ja, aber sonst dort zahlen wir schon noch Steuern passiv. Ja, wir rauchen ja auch oder trinken Wodka Red Bull und den 3er BMW muss auch aufgetankt werden. Da zahlen wir Steuern. Aber den holen wir sich wieder durch Netto-Netto-Geschäfte zurück. Verstehst? Ist ja fair, oder? Denn UNO-Mitarbeiter verdienen ja auch brutto für netto. Also zahlen keine Steuer. Aber ich finde im Brater ist trotzdem besser. Ja, weil da kann ich jeden Tag Dagada fahren und Nationen gibt es auch nur viele da. Ja, auf jeden Fall, dem Spindi hat gesagt, durch den Hypo-Pleite und so hat jetzt jeder Österreicher über 30.000 Euro Schulden. Oder anders gesagt, Peter Rapp hat wieder Freunde. Adjir! Dem Harald von England hat sich wieder von seinem Bitch getrennt. Ja, dem heißt Crash Zitter oder so. Dem haben sich ja im März 2 Mal öffentlich gezeigt und dann haben schon alle gesagt, Alter, dem heiraten sicher bald. Bei mir ist es ein bisschen anders. Wenn mein Bitch 2 Mal im Monat vorbeischaut, dann weiß ich, dem will mich nicht heiraten, sondern dem braucht ganz dringend an Geld. Naja, gut, auf jeden Fall, die Mutter von Crash Zitter war ja den urargen Party Girl in London, Alter. Dem haben sogar einen eigenen Cocktail nach ihr benannt. Alter, wenn du deinen Cocktail nach Prinz Harry benennen würdest, dann würde dem heißen, alles rein, was fort, Alter. Aber dem ist ein bisschen lang für einen Cocktailnamen. Egal, auf jeden Fall sind sie kein Paar mehr. Genau. Und übrigens, im Brata ist vor kurzem ein Fahrrad ganz schräg bei der Geisterbank gestanden. Dem war auch sehr spannend. Auf jeden Fall ist dem Prinz jetzt wieder in Partylaune. Dem ist sehr schwierig für eine Alkoholindustrie. Ja, Jack Dennis hat sogar extra 30 Mitarbeiter aus dem Urlaub zurückgeholt, damit es da keine Lieferprobleme gibt. Ja, dem Prinz, Alter, braucht auch einmal eine Auszeit, Alter. Den hat ja schon sehr viel geleistet in seinem Leben. Also, er ist geboren worden und dann hat er mal, nein, aber dann war er kurz beim Militär und dann hat er, nein, egal, Alter, der muss sich auch erholen von dem ganzen Stress. Ständig reiche Töchter knallen und nackt in Hotelzimmern tanzen, dem schlaucht, Alter. Frag mal den Habsburger Kalli. Deswegen schaut dem wahrscheinlich auch so bleich aus, Alter. Danke für Einschalten und bis zum nächsten Mal bei den neuesten ZYP-Nachrichten mit MCS Kein Scheiß. Adjir!